Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 25.06.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da sehen wir, wow, ein neuer Emote. Da auf der rechten Seite der Shaka, den Sommerdrift, Drift. Wolf, eine neue Lackierung. Die Zwillingsklingen, ein neues Erntewerkzeug. Und den Driftstream, einen neuen Gleiter. Wir fangen auf der rechten Seite ganz unten bei der Pümpelhacke jetzt erstmal an. Das ist der Plunger für 800 V-Bucks. Hat sich der sofort auch geholt. Findet er auch ziemlich cool. Das ist dieser Pümpel hier mit dem Schwert da mittendrin reingehackt. Der Plunger kriegt von mir 7 von 10. Da haben wir ein Voting von 3,68 von 5 bei 22 Votes. Am 9. Februar 2018 das erste Mal im Shop gewesen. Seitdem 31 mal 64 Reminders. Das letzte Mal vor 132 Tagen am 13. Februar 2019 im Shop. Ja, das ist schon etwas länger her. Hier den Werkzeugeffekt. Dann gehen wir zu dieser Kaugummi-Lackierung. Und ihr wisst, ich bin da jetzt nicht so ein Fan von diesen Farbgebungen hier. Ich klicke da mal ganz kurz durch. Sieht ja... ist mir alles wieder zu... Ja, kriegt von mir auf jeden Fall... Kaugummi-Lackierung kriegt von mir 6 von 10. Für 300 V-Bucks. Aber ein Voting von 3,2 von 5 bei 10 Votes am 14. Mai 2019 das erste Mal drin gewesen, seitdem 2x 23 Reminder, das letzte Mal eben vor 42 Tagen im Shop. Dann haben wir den Gitarrengang, das ist ein Fortbewegungs-Emote für 500 V-Bucks. Mega geiles Teil, kriegt von mir 10 von 10 für 500 V-Bucks. Das ist der Gitter Walk. Und der Gitter Walk hat hier ein Voting von 3,42 von 5 bei 12 Votes am 10. Juni 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 2x 25 Reminders. Mega geiles Teil, der Gitter Walk. Dann haben wir hier die Feldsanitäterin. Dann gucken wir mal hier in den Style rein. Ja, das ist das, was wir ja bereits kennen. Sieht richtig schnuckelig aus. Kriegt von mir 7 oder sogar 8 von 10. Die Feldsanitäterin Field Surgeon hat hier ein Voting von 3,94 von 5 bei 53 Votes. Am 8. September 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 8 Mal seitdem 79 Reminders. Das letzte Mal vor 21 Tagen am 4. Juni 2019. Kommando. Ja, damit kann ich jetzt weniger was anfangen. Das Ding ist halt einfach nur schlicht. Für 800 V-Bucks auch noch. Kriegt von mir 3 von 10 der Kommando. Jetzt gibt es wieder die Hammernoten von eurer Seite. Gucken wir mal hier rein. Da haben wir 3,78 von 5 bei 72 Votes. Am 11. November 2017 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 27 mal 289 Reminders. Letztes Mal vor 27 Tagen am 29. Mai im Shop. Jo, dann kommen wir jetzt hier zu diesem neuen Emote. Ja, mit diesem Shaka nimm's locker kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ja, kriegt von mir 6 von 10. Ist wahrscheinlich irgendetwas, was ich so nicht kenne. Wahrscheinlich werden sich jetzt die meisten Jugendlichen die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Oh, der Alte gleich wieder hier. Alter, kennt das Ding nicht hier. Ich kenn's nicht, sorry. Und deswegen kann ich leider damit nichts anfangen. 5 von 5, also Hang Loose heißt in der englischen Version 5 von 5 bei einem Vote. Für 200 V-Bucks, Shaka. Jo, dann geht's hier los. So, alter Falle, der Driftstream. Holy crap, das Ding sieht ja mega geil aus. Schön animiert hier. Mega cool, gefällt mir ziemlich gut.
Wow. Kriegt von mir 8 von 10 der Drift Stream. Und der Drift Stream hat bis jetzt noch kein Voting, aber bereits jetzt schon 23 Reminders. Dann haben wir hier diese Zwillingslingen. Holy crap. Das sieht richtig krass aus, das Teil, muss ich echt sagen. Gefällt mir ziemlich gut. Schlitzt sich durch die Dimensionen. Teil des Drift Sets für 1200 V-Bucks, die Zwillingslingen. Mega cool. Kriegen von mir 10 von 10, definitiv. Und da haben wir auch bereits 2 Votes für die Zwillingslingen. 5 von 5 bei 2 Votes. 35 Reminders jetzt schon für 1200 V-Bucks. Der Drift Wolf. Oh, 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 oh. Hier. Das hier ist der Wolf. Sieht man. Und das ist hier scheinbar die Vorwärtsbewegung. Der scheint da wohl zu rennen. Hier sieht man, wie diese Streifen. Das sind diese Fortbewegungshinweise. Fortbewegungsanzeichen, dass der sich hier bewegt hat, das Teil. Durch das an. Ich bin mal gespannt, jetzt bei den anderen Models. Ja gut, hier bei der Pump kommt es nicht so gut rüber. Da hätten sie es ein bisschen weiter nach vorne machen müssen. Hier sieht man es deutlich viel besser. Sieht eigentlich ganz cool aus. Hier wieder bei der Sniper nicht wirklich gut gelungen. Und hier sieht man ihn gar nicht. Also nach wie vor kriegt Epic Games es nicht in den Griff, es tatsächlich mal bei den unterschiedlichen Waffen auch korrekt anzuzeigen. Ja, das ist ein bisschen doof, finde ich. Ich glaube, der Effekt könnte ganz gut rüberkommen. Auch hier, was sieht man da? Nichts Besonderes. Ja, deswegen würde ich sagen, sorry Epic für diesen Kommentar, aber schöne Idee, leider verkackt. 500 V-Bucks das Teil. Normalerweise, ich behaupte mal, wenn man das schön hätte sehen können, hätte ich dem ein deutlich viel besseres Voting gegeben, aber so 6 von 10 von mir für den Drift. Der Kitsune hat hier aktuell ein Voting von 5 von 5 bei einem Vote. 11 Reminders aktuell. Jo, und da kommen wir zu dem Sommerdrift. Ja, bei den Temperaturen aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, guck mal da, wer da ist. Haha. Bei den aktuellen Temperaturen ist das absolut passend. Hier die Driftmaske. Badeschlappen an. Klassisches Driftgesicht. Hier mit etwas Bekleidung. Also etwas mehr als bei dem anderen. Sieht ganz nice aus. Sommerdrift kriegt von mir 7 von 10. Ja, ich zeige euch dann auch nochmal ein kleines Gameplay mit dem Summer Drift. Ja, hier habe ich mal einen Summer Drift in der Action gefunden. Schauen wir uns einfach mal an. So ein bisschen Gameplay. Den Gleiter hat er auch. Gucken wir mal rein. So sieht das dann aus. Oh, hat einen ganz guten Kill gemacht hier. So. Versucht er zu editieren. Und damit ist er auch schon wieder tot. Schauen wir nochmal hier. So sieht das aus mit dem Gleiter. Richtig, richtig nice.
Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein. Jetzt wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, immer gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.